Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Gothic 2. So, in der letzten Folge haben wir es endlich hingekriegt, haben erkannt, wir sind absolut auf dem falschen Weg. Deswegen sind wir in eine Tour gestorben in der letzten Folge, haben dann den richtigen Pfad gefunden und sind endlich so weit, dass wir die zweite Prüfung des Feuers abschließen konnten. Jetzt fehlt uns nur noch der Auftrag, eine Rune zu erstellen und wir müssen uns noch einmal auf den Rückweg machen. Hat ich versprochen, machen wir diesmal mit einem Speed-Trank. Damit das nicht ganz... Oh, guck mal. So, da sind wir gleich schneller unterwegs. Das gefällt mir ja gleich viel besser. Da kann man auch mal vor Tieren wegrennen, wenn die hinter uns her sind. Wir haben uns auch für den etwas längeren Weg entschieden, damit wir nicht wieder den ganzen Viechern... Ist das ein Weg hier? Ja. Mann, die Vegetation ist echt ein bisschen anders als damals, finde ich. Hier stehen viel mehr Bäume rum und so. Oder war das früher auch so? Also es sieht alles ein bisschen dichter aus als früher. Auch vielleicht irre ich mich da auch total. Es ist alles schon so lange her. Pyramiden. Pyramididen. Ja, dann ab zum Kloster. Prüfung des Feuers abgeben und schauen, wie es weitergeht. Also von Gothic 2, muss ich sagen, weiß ich deutlich weniger als von Gothic 1. Ist es einfach so. Vielleicht habe ich Gothic 1 auch einfach viel öfter gespielt. Damals weiß ich nicht mehr genau, aber ich erinnere mich bei Gothic 2 nur wirklich an sehr, sehr wenige Punkte. Willst du wieder mit mir? So sieht man sich wieder. Halt mich nicht auf, ich habe nur 5 Minuten. Ich habe nachgedacht. Ich glaube, der Wunsch, Magier zu sein, ist stark in mir. Oh Mann, tu das nicht. Ich habe keine Wahl. Das Leben als Novize ist nichts für mich. Ich muss einfach Magier werden. Dann wird alles gut für mich. Und jetzt werde ich mir das nehmen, was mir zusteht. Hast du noch was zu sagen, bevor es zu Ende geht? Wie schnell kannst du nur rennen? Kommen wir direkt zur Sache. Du wirst nicht. Wie schnell kannst du nur so rennen? Besonders? Ach ja, mach du mal. Mann, der hat ein ziemlich geiles Schwert. Aber wir haben gerade einen 5 Minuten Speedrang, tut mir leid. Nächste Mal vielleicht. Wir treffen den bestimmt nochmal wieder. Hoffentlich habe ich da jetzt nicht wieder irgendwas mit verbackt. Ist mir egal. Sehen wir ja dann. Es läuft ja generell nicht so, wie ich es geplant hatte, also. Kommst darauf jetzt auch nicht an. Ja, so ist das Leben eben, wenn man nicht so schnell ist wie andere. Davon brauchen wir viel mehr von den Tränken. Wir haben die Möglichkeit, das wie selber, aber es ist alles immer so ein bisschen begrenzt. Ne? Man kann nicht endlos viel Tränke produzieren, auch wenn man die Zutaten findet. Bei den meisten muss ja bisher immer ein Feldknöderich mit rein. Habe ich jetzt nicht so wirklich im Hinterkopf, ob das bei allen so war. Aber ich glaube, bei vielen Tränken war es so. Was brauchten wir eigentlich, um die Rune zu erstellen? Ich weiß es nicht mehr so genau, aber wenn wir im Kloster sind, da wo wir die Rune erstellen können, stehen ja auch die ganzen Bücher. Kann ich es nochmal eben nachgucken? Ja, nee, da müssen wir dann. Dann direkt hier rechts wieder. So macht das doch gleich viel mehr Spaß. Dann kommt man auch mal an, wo man hin will. Ja, macht ihr ruhig. Piept ihr mal. Pfeift ihr mal und was weiß der gar nicht alle. Schwupp. Hast du noch was für mich? Hey, du. Hey, du. Gib mir alles, was du hast. Zeig mir deine Ware. Ich hab schon alles, was du hast. Möge ihn noch. Hier. Warum haben wir den eigentlich nicht an? Habe ich doch letztes Mal schon angemacht, oder nicht? Oder können wir nur. Ne, wir können beides. Und Ringe können wir eigentlich auch noch. Habe ich nicht welche? Weiß ich gar nicht so genau. Gucke ich mir nach der Folge an. Oh, unsere 5 Minuten dürften eigentlich nicht mehr ganz so lange gehen, aber bis zum Kloster schafft man es, glaube ich, noch. Das Kloster sieht auch geil aus, ne? Von hier so. Bisschen. Finde ich schon. Will ich nicht wissen. Danke, tschüss. Lasst mich rein, ich bin da. Tür wieder zu, es zieht. Hallo Palan, hallo Palan, hallo Palan, hallo Palan, hallo Palan. Das liegt doch auf der Hand. Babo? Ich habe den Runenstein gefunden.
Du hast es geschafft? Du bist den Zeichen gefolgt? Natürlich. Hast die geheime Pforte entdeckt? Ja. Und habe all diese Monster besiegt, die mich schon auf ihren Speiseplan gesetzt hatten. Ja, und so einige nicht. Was ist mit Argon? Haben sie es nicht vor dir geschafft? Sie haben versagt. Es war ihnen wohl nicht bestimmt, die Prüfung zu bestehen. Nun, dann erklären wir, dass du diese Prüfung bestanden hast. Der Runenstein soll auch weiterhin dir gehören. Ja, ich brauch den ja auch. Worüber reden wir hier? Ich hörte, du hast die Prüfung des Feuers bestanden. In aller Demut kann ich dir dies bestätigen. Jeder andere, der es versucht hat, ist dabei gestorben. Ja, warum wohl? Was ist jetzt wieder? Warum stürzt denn jedes Mal bei einer Aufnahme das Spiel ab? So, da sind wir wieder. Musste den Weg halt nochmal laufen, kein Problem. Das Schimmer. Also, der Penner weiß ganz genau, warum alle anderen bisher versagt haben, weil du den Hammer im Keller versteckt hast und man genau den dafür braucht. Nur wenn ich ihm das jetzt sage, dass ich den Golem besiegt habe, weiß er, ich habe den Hammer geklaut. Mal gucken, was passiert. Ich habe den Golem besiegt. Was? Du hast es tatsächlich geschafft? Aber ohne den Hammer von Innos hättest du den Golem nie vernichten können. Dennoch muss ich dir zugestehen, dass du die Aufgabe erfüllt hast, vor die ich dich gestellt habe. Und den Hammer nehme ich mal besser an mich. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Weiß ich, muss noch eine Rune erstellen. So, alles klar. Den Hammer sind wir wieder los. Vielleicht liegt er ja wieder im Keller. Brauchen wir bestimmt nochmal. Einfach nur Spaß. Das soll einmal dick. Mehr Hämmer will ich nicht. Das war ja auch so ein magischer Golem. Die anderen sind, glaube ich, besiegbar. So. Können wir es einfach so herstellen? Nö. Ja, da wollte ich. So, wir sollten erstellen. Lass mich kurz gucken. Die Rune des Feuers. Ich soll eine Feuerfallrune erschaffen. Das ist wahrscheinlich Kreis 1. Wo war denn Kreis 1? Die waren doch hier alle total doof sortiert. Du? 4. Also da steht 6, hier steht 4. Wo ist 1? 5. Lass mich raten. 3. Prüfung des Feuers. Hä? Das hatte ich schon gelesen. Das ist ja, dass ich die Prüfung... dass ich auf die Prüfung des Feuers bestehen darf. Der steht wahrscheinlich vor 1, ne? Dritte. Zweite. Feuerball. Ne? Erste Brocken. Lass los. Lass den Tisch los. Mann. Da. 1. Erster Kreis. Feuerpfeil. Brauche ich Schwefel. Hab ich. Wie komme ich dann an die Formel? Hey, kannst du mir das sagen? Ich habe hier die Spruchrollen, die du wolltest. Gut gemacht, junger Freund. Jetzt wird es aber Zeit, dass du dich deinen Studien widmest. Und nimm diese Spruchrolle als Belohnung. Hey, du! Kannst du mir das sagen? Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Ulta hat mir die Aufgabe gestellt, eine Feuerpfeilrune zu erschaffen. Und jetzt willst du, dass ich dir die Formel beibringe? Ich weiß nicht, wie ich es sonst schaffen soll. Gut, ich bringe dir die Formel bei, aber erst, wenn du alle Rohstoffe dafür besorgt hast. Hab ich. Lehre mich, die Rune Feuerpfeil zu erschaffen. Um eine Feuerpfeilrune zu erschaffen, musst du am Runentisch den Schwefel mit dem Runenstein verbinden. Aber die Kraft der Spruchrolle des Feuerpfeils wird in die Rune einfließen und du besitzt ein Werkzeug Innos. Wenn du also alle Rohstoffe besitzt, gehe zum Runentisch und du kannst die Rune erschaffen. Kein Ding, Schwefel hab ich. Kauf doch jeden Mist auf, den die alle verkaufen. Und zur Not sammle ich's auf. Oh. Bam. Wir sind Runenbesitzer. Wie sieht das aus hier? Nö.
sich ja so einiges. Wird hier nicht angezeigt, damit ich die nicht verloren mache oder was? Von mir erfährt keiner was. Blöd, ich sehe sie nicht. Wieso ist das Ding schon wieder nicht aktiviert? Da ist sie doch. Das ist doch alles nur Gerede. Aha, ja, ja, genau. Ich muss ja im Magiekreis 1 sein, damit ich die überhaupt verwenden kann. Hast du mir eigentlich noch was zu erzählen? Ich erzähle dir doch nichts Neues. Nö. Man erzählt sich ja so. Wir verballern jetzt mal auch noch keine Lernpunkte. Wir wollen ja Kreis 1 erreichen. Moin, ihr Luschen. Ich bin gleich euer Boss. Ich habe die Rune erschaffen. Gut gemacht, Novize. Danke. Du sollst diese, deine erste Rune, behalten. Oh, danke. Wenn du den ersten Kreis des Feuers erreicht hast, wirst du ihre Kraft nutzen können. Diese Gut. Prüfung hast du zu meiner Zufriedenheit erfüllt. Das ist ja super. Gibt's was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest, Bruder. Ach, jetzt sind wir schon Brüder. So, Digga. Werde ich jetzt in die Gilde der Magier aufgenommen? Du hast es geschafft. Du hast die Prüfung des Feuers bestanden. Wir waren uns sicher, dass du es schaffen würdest. Ja, klar! Ebenso wie wir sicher sind, dass du weiterhin alles daran setzen wirst, ein würdiger Diener Innos zu werden. Wenn du also bereit bist, den Schwur des Feuers zu leisten, wirst du als Magier in unseren Reihen empfangen. Er war sich sicher, dass ich das schaffe. Du Affe, ehrlich. Ich bin bereit, in den Kreis des Feuers zu treten. Gut, dann schwöre den heiligen Eid des Feuers. Yeah. Schwörst du vor dem allmächtigen Herrn Innos, seiner Diener und der heiligen Flamme, dass von nun an und auf ewig dein Leben mit dem Feuer verbunden ist, bis dein Körper und dein Geist Ruhe finden in seinen heiligen Hallen und das Feuer des Lebens erlischt? Ich schwöre es. Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Nun, da du in unsere Reihen aufgenommen wurdest, kannst du mit Lord Hagen, dem obersten Befehlshaber der Paladine, sprechen. Wir sind ebenfalls sehr interessiert daran, wie er die Situation beurteilt. Also steht es dir nun frei, nach Korinis zu gehen. Wir erwarten, dass du uns unverzüglich seine Antwort bringst. Ich möchte einen Wunsch äußern. Jedem Magier steht nach seiner Aufnahme das Recht der ersten Tat zu. Also, was soll deine erste Tat als Magier sein? Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ist das wirklich wahr? Ja, Opolos hatte ich ja schon gesagt, dass ich das nicht mache. Und Babo finde ich ganz geil. Weil der hat Ärger gekriegt, für das, weil er nicht an Schuld war. Und er ist einfach der bessere Klostergärtner. Der andere ist ja sowieso nicht mehr da. Der hat es dahin gerafft. Also, warum nicht? Der Novize Babo soll die Leitung des Klostergartens übernehmen. So soll es geschehen. Mit sofortiger Wirkung wird dem Novizen Babo die Obhut des Klostergartens übertragen. Was kann ich nun alles lernen? Zunächst mal ist es dir nun möglich, die magischen Kreise zu erlernen. Sie gewähren dir die Macht, die Runen anzuwenden. Je höher du in den 6 magischen Kreisen aufsteigst, desto mächtigere Zauber kannst du wirken. Die Formeln lernst du bei den Brüdern im Kloster. Jeder hat sich auf ein Gebiet spezialisiert, das er dich lehren wird. So ist Karas ein Meister der Anrufungen und Beschwörungen. Und Hyglas wird dich die Magie des Feuers lehren. Niemand versteht sich besser auf die Mächte von Eis und Donner als Marduk. Parlan kann dich verschiedene andere Sprüche lehren. Und er wird dich in die ersten Kreise aufnehmen. Aber jeder von ihnen lehrt dich nur die Formel. Die Runen musst du selbst erschaffen. Das ist kein Problem. Und du kannst einfach gar nichts, oder was? Ach, das sind ja auch die Oberen. Also das muss ich wirklich bei den Meistern lernen. Ja, gut, alles klar. Ihr könnt einfach gar nichts. Ihr könnt nur am Stuhl sitzen und große Sprüche klopfen. Juhu, wir sind Magier. Guck mal, ich habe die gleiche Kutte wie du. Hallo, guck mal. Sehe ich nicht cool aus? Endlich nicht so einen Rock an. Alter, gut, Rock ist es immer noch. Jetzt ist es ein Kleid. Willkommen in unseren Reihen. Ich werde dich nun in den Kreisen der Magie unterweisen, wenn du genügend Erfahrung mitbringst. Nimm diesen Runenstein als Zeichen, dass die Macht nun in deinen Händen liegt. Geil. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So steht es in den heiligen Schriften. Was kostet mich das denn? Unterweise mich. Ich kann dir zurzeit keine weiteren Formeln beibringen. Ich hätte das nicht gedacht. Lehre mich den ersten Kreis der Magie. Der erste Kreis des Feuers erlaubt es dir,
Runen, die du erschaffen hast, anzuwenden. Du kannst jetzt die Formeln der Zaubersprüche lernen, um deine eigenen Runen herzustellen. Jeder von uns hat sich auf ein Gebiet der Magie spezialisiert. Ja, das weiß ich schon. Überlege dir also gut, von welcher Art deine Zauber sein sollen. Alle. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich erzähl dir doch nichts. Lehre mich den zweiten Kreis der Magie. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, ich hab's befürchtet. Ist das wirklich? Unterweise mich. Das kostet auch Lernpunkte. Licht. Sucht es in den heiligen Schriften. Licht nämlich. Und leichte Wunden heilen. Muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Nee, machen wir noch nicht. Können wir bisher noch ganz gut mit Tränke. Habe ich auch bei Gothic 1 nur sehr wenig verwendet, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist doch nö. Das ist doch nichts Neues. Wo ist eigentlich Babbo? Erstmal gehen wir zu Babbo. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Möglich ist alles. Babbo. Wie geht's? Ich danke den Magiern für meine Aufgabe. Jetzt singt er mit mir. Ich freue mich, im Garten zu arbeiten und hoffe, dass die Magier zufrieden mit mir sind, Meister. Glaubst du wirklich? Alter, das ist aber schon sehr warm angesprochen. Aber okay. Er hat sich bedankt. Irgendwie. Das ist eine schlimme und ein bisschen geschleimt, finde ich. Der arme Kerl kann einem leid tun. Unterrichte mich. Von mir erfährt keiner. Blitz. Genau das habe okay. Ich gesagt. Ich weiß noch nicht. Hätte mich was gekriegt. Drei, glaube ich, ne? Jetzt habe ich zu schnell geklickt. So. Unterrichte mich. Ja, zeig mal. Drei, okay. Wie viel haben wir denn noch? Elf? Ich hätte das nicht gedacht. Aha. Zeig her, was kannst du? Hey, du, unterrichte mich. Unterrichte mich. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann. Warum? Achso, du hast mir das, was du konntest, schon beigebracht. Alles klar, ja, ja. Und du? Hey, du. Unterrichte mich. Goblin-Skelett erschaffen. Yeah. Das will ich. Die sind irgendwie witzig. Zeig mir deine Ware. Wo krieg ich denn die Runen her? Nimm ich. Was hat vergessen? Das will ich. Und Gletscherquarz nämlich auch. Ich weiß noch nicht, wofür ich es also bei den ganzen Runen ja brauche. Wo kriege ich denn die ganzen leeren Runen her? Kann ich die nur finden? Warum erfahre ich das jetzt erst? Runenkreis 1 erschaffen. Goblin-Skelett. Rune erstellt. Geil. Ja, Licht haben wir ja auch noch ein paar Spruchrollen. So, das und das. Wo kriege ich denn noch Runensteine her? Wir müssen erstmal. Wo darf ich jetzt pennen? Das ist eine schlimme Sache. Ich bin einfach hier. Was sollen sie machen? Das sind doch alles nur Gerüchte. Das sind doch alles nur Gerüchte. Die Vergangenheit Geschichte. Und die Zukunft nur Gerüchte. Hä? Wo ist der Typ? Hallo, komm ran hier. Bist du da? Warte mal. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Ja. Wie du weißt, keltern wir hier einen hervorragenden Wein, den wir auch verkaufen. Orlan, der Wirt der Herberge zur Toten Harpie, hat eine Lieferung bestellt. Ausgemacht sind 240 Goldstücke für die Flaschen. Bring ihm diese Flaschen, aber lass dich nicht von ihm übers Ohr hauen. Okay. Ich brauche einen neuen Schlafplatz. Hier auf der rechten Seite ist noch ein Gemach frei. Nimm den Schlüssel, du wirst dort alles finden, was du benötigst. Sehr gut. Ich brauche ein paar Dinge. Runensteine wäre super. Der hatte doch noch einen anderen. Der war zwar voll teuer und den wollte ich damals noch nicht kaufen, aber jetzt will ich. Schärpe der Bereitschaft. Schärpe des Feuers. Nimm ich. Oh, was hat denn das gekostet? Ich habe nicht auf den Preis geachtet. Egal, komm. Oh Mann, nicht so klein, nicht so ein. Was ist das hier? Schwefel, nehme ich. Zange, will ich nicht haben. Goldbrock, kannst du alles behalten. Will ich alles nicht haben. Ring der Magie, Mana-Bonus 5. Ja, das ist ja lächerlich, ne? Schaden 60. Was macht denn mein Schwert?
könnte auch 60 machen. Dann nehme ich lieber so einen Magierstab. Aber das ist, glaube ich, Zweihand, ne? Habe ich jetzt wieder überhaupt nicht nachgeguckt. Ne, mein Schwert macht auch 80. Ich behalte mein Schwert. Es sei denn, du hast diesen anderen Stab nochmal wieder. Was ist mit ihm denn? Hallo, Zeit zum Aufstehen. Hier wird nicht gepennt. Oh, verdammt, was ist los? Alter, ich bin dein Boss. Pass auf, was du sagst. Jetzt lasse ich dich zu Staub zerfallen. So lasse ich hier nicht mehr mit mir reden. Ach, guck, das ist jetzt mein Raum da hinten. Ja, yeah, mein Zimmer. Alchemietisch, eine Truhe. Oh, geil, wir haben unsere eigene Truhe. Guck mal, hier so ein Bett hüpft hoch. Schönen Trank. Und Tisch, alchemietisch, geil. Unser Zimmer. Mach wieder zu die Tür. So, nicht, dass da jeder reinkommt. Aber wo kriege ich denn jetzt Runensteine her? Was war da hinten noch? Das ist ja, glaube ich, auch von den Magiern die Unterkünfte, genau. Ich kriege mein eigenes Zimmer, Einzelzimmer. Irgendwas Besonderes. Wenn ich bald an euch allen vorbeischieße. So, du hast Runen. Kann ich bei dir lernen? Ich werde dich in die Geheimnisse der Alchemie. Will ich nicht. Will ich nicht. Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du an meinen Fähigkeiten? Nein. Ich kann jeden Trank brauen. Gut. Nicht so schnell. Du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Jo. Braue mir einen Trank der Geschwindigkeit. In Ordnung. Hast du die Zutaten und das Gold? Dir fehlen die nötigen Zutaten. Komm wieder, wenn du sie beisammen hast. Aber ich weiß doch nicht, was ich brauche. Naja, war ein Versuch wert. Ob der wo böse ist? Der auf den Hammer aufpassen muss? Der hat bestimmt Anschiss gekriegt. Der Hammer ist wieder da. Ist ihm völlig egal. Nehmen wir ihn nochmal mit. Nein, erst wenn wir ihn brauchen. Bö. Da ist die Tür. Hä, was ist denn mit meiner Maus los? Die bremst ganz komisch zur Seite. So, jetzt ist besser. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Inos wird seinen... Das sind doch alles nur Gerüchte. Kann ich nicht einfach mit dir reden? Meine Meinung kennst du ja schon. Der Feuer feilt mich irgendwie oder so. Feuer stürmt. Untote vernichten. Zack, bin ich weg. Na ich? Das sage ich doch nicht zum Spaß. Alles klar, wir können jetzt zu dem Paladin. Haben wir jetzt mit jedem Meister hier gequatscht? Unten ist noch einer, eine Stadt ist noch einer. Jetzt wollte ich hier mit dem Paladin quatschen, mal noch einmal. Ich habe was anderes. Und sonst haben wir, glaube ich, mit jedem gequatscht. Hey, du! Und? Hast du schon neue Befehle? Bisher habe ich noch Zeit im Ja, alles klar. Bete du mal weiter. Er erleuchtet mich. Sieht man doch. Guck mich doch mal an. Man weiß gar nicht mehr. Ich bin so erleuchtet, ich stehe ja quasi in Flammen. Okay, ein paar Minuten haben wir noch. Der redet ja nicht mehr mit mir. Außer so ein unnötiges Zeug. Wir sind Magier, wir sind Magier. 3. Was ist 3? Wusch! Guck mal, jetzt ist auch nicht auf einem Schuss schon leer. Okay, es ist bei 2 Schüssen leer, davon mal ab, aber... Ey. Feuerfall. Goblin-Skelett erschaffen. Der greift bestimmt alles und jeden an, oder? Greift er auch die Leute an, mit denen ich einfach nur reden will? Das wäre vielleicht nicht so gut. Das müssen wir bei Zeiten mal testen. Aber nicht unbedingt bei dem Magier hier. Bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wo ich jetzt die Runen herbekomme. Zeig mir deine Ware. So tolle Sachen hast du nicht. Beibringen kann er mir auch nichts. Wir haben da einen Ring gekauft. Und einen neuen Gürtel. Der ist Stärke Bonus 5. Schutz vor Waffen 5. Schutz vor Pfeilen 5. Zusammen mit Magierrobe plus 5. Aber was? Was plus 5? Okay, das schützt uns auch schon mal. Für die ja, kriegen wir 20 wahrscheinlich. Wir kriegen ja überhaupt nichts wieder. Das ist auch gleich Schutz vor Feuer. Nö. Er steht zwar da, aber es tut nichts. Novizenprobe und Lederrüstung. Ja, zusammen kriegen wir vielleicht 40 oder 50 dafür. Das ist ja auch nicht so wirklich viel.
Da kommen wir schneller an Gold. So, Lernpunkte hatten wir. Jetzt haben wir nur noch 8, okay. Das ist nicht viel. Besser mit Feuer rumrennen, das sieht doch viel lustiger aus. Was habe ich denn jetzt? Warum zeigt er das nirgendwo an, was für ein Zauber ich auswähle? Was ist denn auf der 3? 2 ist Bogen. 3 ist bestimmt wieder letzter Zauber, den ich verwendet habe, ne? Ja, könnte sein. Kann ich die 3 gedrückt halten? Nö. Das ging doch bei Gothic 1 auch. Ich konnte irgendeine Taste gedrückt halten. F. Aha. Boah, wusste ich auch nicht. Die nicht, die nicht. Die nicht. Nö. Hm. Auf jeden Fall konnte ich doch so eine Taste gedrückt halten und hat er die Runen so um sich drum herum gehabt. Dann konnte ich die immer auswählen. Fand ich ganz gut, habe ich nur nie verwendet. Okay. Also 4 Feuerpfeil, Globulin Skelett. Das ist gut. Jetzt zeigt es wenigstens an. Bei 3 nicht. Das ist einfach das letzte, was ich in der Hand hatte. Alles klar. Du willst Schnabbes kaufen. Ich bringe den Wein aus dem Kloster. Ausgezeichnet. Darauf habe ich schon gewartet. Ich habe mit Meister Gorax den Preis schon ausgemacht. Ich gebe dir die 100 Goldmünzen direkt mit. Ich hätte was anderes gemacht. Willst du mich verarschen? Der Preis sind 240 Goldmünzen. So, Gorax hat dich wohl vorgewarnt, was? Gut, vielleicht kommen wir 2 Jahre ins Geschäft. Pass auf, ich gebe dir 100 Goldmünzen für den Wein. Du erzählst Gorax, dass ich dich über den Tisch gezogen habe und bekommst von mir 4 Spruchrollen. Das habe ich auch immer gesagt. Da kannst du eh nichts dran ändern. Das war keine große Sache. Gib mir einfach die 240 Goldmünzen. Du willst dein Geschäft machen, was? Na gut, hier ist das Gold. Ich will mich nicht mit dem obersten Feuermagier anlegen. Bist du verrückt? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Zeig mir deine Ware. Schneidet uns in kleine Scheiben. Es ist mir eine Ehre, solch hohen Besuch zu bewirken. Oh, Alter. Ist das wirklich wahr? Komm wieder runter. Weile, haben wir noch genug? Ring der Verteidigung. Ja. Haben wir selber. Und glaub ja nicht, dass das ist jetzt nicht der Brüller. Rest kannst du behalten. Von mir erfährt keiner was. Soll ich hier nochmal pennen? Habe ich hier noch mein Zimmer? Oder jetzt nicht mehr, weil ich Magier bin? Nicht, dass wir gleich wieder im Dunkeln rumrennen, obwohl die Folge gleich hier zu Ende ist, davon mag. Okay, diese Folge ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gelaufen. Jetzt rennen wir erstmal zu dem Paladin und ich befürchte fast, dass wir dann die Aufgabe bekommen, ins Minental zu gehen und dann müssen wir uns durch Orks durchschlachten. Klar. Haben wir voll drauf. Ich bin ganz deiner Meinung. Aber genau weiß ich es nicht mehr. Ach, guck. Keine Ahnung, sag du es mir. Okay, das ist nicht der, der mich angegriffen hat, oder? Ne, das war, glaube ich, Ulf. Ich glaube, wir gehen wieder oben lang. Schaffen wir es diesmal? Speichern kurz. Da sind die ganzen Banditen doch. Schreck mir nicht so. Warte. Nee, warte. Nein, warte, habe ich gesagt. Ich habe keine Waffe ausgerüstet. Du bist so unfair. Warum habe ich nie weggeklickt? Was stimmt denn nicht mit mir? Nein, deswegen. Alles klar. Gib mir meinen Gürtel wieder. Okay, wir müssen 5 Stärke leveln. Das war knapp. Obwohl, viel Schaden hat er nicht gemacht. Ich muss mir gleich mal angucken, wie gut überhaupt meine Rüstung jetzt schon ist. Alter, wenn ich sag, du sollst umfallen. Hast du hier umzufallen? Ich bin jetzt Magier. Ihr habt viel mehr auf mich zu hören. So. Ja, schon liegt er da. Und jetzt kann ich euch auch die Krallen abnehmen. Sieht die Welt schon ganz anders aus hier. Auch wenn ich immer ganz schön niedrig nehme ich. Und ein Stück Käse. Feuerkraut nehme ich auch.
So, kurze Heilung. Kurze Speichern. Kurzen. Goblin-Skelett. Goblin-Skelett. Warum nicht? Habe ich dafür nicht genug Mana? Hä? Es geht nicht. Hä? Es geht nicht. Na super. Das war verschwendet. Mann. Was kostet es denn? Lass uns gucken. Mana kosten 20. Und wie viel Mana haben wir? 12. Ehrlich jetzt. Kümmere ich mich bis nächste Folge drum. Also das geht gar nicht. Ich mach dich fertig. Vielleicht mache ich dich auch fertig. Oder auch nicht. Bleib stehen, du Lump! Ne. Ich höre nicht auf dich. Ich mach dich fertig. Und weg. Und weg, habe ich gesagt. Dyrian. Renn so schnell, wie du kannst. Guck mal da. Ich mach dich fertig. Ich mach dich. Der macht dich fertig, pass auf. Nein, nein. Es lief ganz so gut. Mach keinen Scheiß. Hätte mich vorher heilen sollen. Das hast du verdient, Mistkerl. Die haben wir den jetzt umgebracht? Leute, ich könnte da... Ja, kümmert euch. Kümmert euch, habe ich gesagt. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Ja, mach ich doch. Schau doch mal genau hin. Nein. Ich bin hier schön im Menü, mitten in der Kampfszene. Wen muss ich denn jetzt verhauen? Dämlicher Mistkerl. Ehrlich. Finde ich aber auch. Da ist du arme Wurst. Hast ja nie Marco, nehme ich mal besser an mich. Was? Da liegt er. Nichts. Na gut, die Waffe kannst du haben. Wir kriegen ja eh keine Kohle für Sachen, die wir verkaufen. Das hätte auch tut mir leid, mein Freund. Das wollte ich nicht. Da ist. Du hattest auch nur Schlaf als Zauber. Ehrlich, was bist du für ein Magier? Ach, du bist ja noch gar kein Magier. Du wärst aber fast einer gewesen. Du warst dicht dran. Ich hab's genau gesehen. Okay, ein paar sind ja jetzt schon weniger. Wir schaffen das. Alles klar. Aufnahme läuft noch. Bedingt gut auch. Also im Prinzip ist es sehr gut, aber ich hatte das letzte Mal auch, dass mein Ton und mein Bild total zeitversetzt waren. Das ist beim Schneiden immer ein bisschen kacke dann. Sehr aufwendig auf jeden Fall. Jetzt speichern wollen. Auf ihn mit Gebrüll! Ha! 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 Ja, komm näher! Hier, wenn ich erstmal treffe, dann ist es um dich geschehen, mein Freund. Aha, guck mal an. Der hat auch die ganzen... Steintafeln. Eigentlich hatte der gar nicht alle. Aber hier oben steht Zeug. Degen. Hier sind jede Menge Schwerter. Ich würde die alle nehmen. Bin da nicht so wählerisch. Hm. Das waren doch auch mehr. Das waren doch mindestens 6 Leute. Sind jetzt welche unten? Und verhauen den Typ? Nö, der sitzt da ganz entspannt und chillt. Komme ich hier runter, ohne zu sterben irgendwie? Muss ich jetzt echt hinten rumlaufen? Ich kann da die Treppe wieder runtergehen. Ja. Dann geben wir denen noch seine Sachen wieder. Pfeil, nehme ich. Das ist meiner. Ja. Also Pfeile. Ach, wir können uns auch zurückgucken. Mit R. Ja. Müssen dann nur aufpassen, wo wir hinlaufen. Wir finden immer mehr raus. Es wird immer besser. Also wie gesagt, ich werde den Mana bis nächste Folge nochmal auf 20 erhöhen.
Was bringt uns eine Spruchrolle, wenn wir sie nicht verwenden können? Wir sind Kreis 1 und haben so wenig Mana. Wir haben schon so oft gebetet und sind gerade auf Mana 12. Also mit den Erfahrungspunkten hier, das ist alles sehr, 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 sehr komisch eingestellt. Ich sage, ich will nicht in eine Tour hier Tiere töten und farmen gehen, um in dem Spiel weiterzukommen. Und wenn das Spiel so eingestellt ist, dass man das machen muss, dann umgehe ich das. Auf meine Weise. Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Das sind genug. Damit werde ich mein Versprechen bei dem Wassermagier der Stadt einlösen können und kann endlich wieder nach Hause. Was ist mit meinem Bogen los? Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Er macht sich selbstständig. Ich gehe jetzt heim. Komm mit, wenn du willst. Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge verkaufen, die dich interessieren könnten, wenn wir da sind. Wo hast denn du deinen Laden? Du bist mir bestimmt zu lahmarschig. Hä? Wo gehst denn du hin? Warte mal. Bist du ein Bürger der Stadt? Schon lange nicht mehr, mein Junge. Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Korinis. Ich hatte dort früher einmal großen Einfluss, musst du wissen. Aber das ist schon einige Monde her. Was ist mit meinem Bogen los? Zeig mir deine Ware. Ich kann dir nichts verkaufen. Mein ganzer Kram liegt da hinten unter der Brücke, Bursche. Ich kann dir erst wieder was verkaufen, wenn ich zu Hause bin. Wo ist denn dein Zuhause? Du stehst unter dem Schutz der Magier. Ne, ganz ruhig. Kluges Kerlchen. Das dauert mir zu lange, ehrlich. Es dauert mir zu lange. Irgendwann finde ich dich wohl wieder. Keine Ahnung, wo du deinen Laden haben willst. Ich will jetzt auch nicht stundenlang mit dir rumlatschen hier. Okay. Ja. Für die Folge soll es das gewesen sein. Gut, wir sind Magier. Erster Kreis. Wir haben schon zwei Runen erschaffen. Eine davon können wir tatsächlich auch schon verwenden. Wie gesagt, die zweite sorge ich dann bis zur nächsten Folge von. Und dann gehen wir zu dem Paladin und quatschen mal mit Lord André. Mal gucken, was dann passiert. Ich meine, dass wir ins Minental müssen, um da schon mal ein, zwei Sachen in Erfahrung zu bringen. Aber das sehen wir dann. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge und tschüss.